Hey Leute und herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Minecraft All Features. Heute machen wir eine neue Welt. Wir haben wieder keinen Seed. Bonus Chest off, General Structures, bla bla bla, dann Allowed Cheats off. Wirklich? Ich habe jetzt auch entschieden, dass wir sterben dürfen. Ich blende euch im Übrigen jetzt nochmal die To-Do-Liste ein. Warte mal, was war da alles nochmal drauf? So, kurz denken. Es war drauf. Punkt 1. Die Base im Engine City Style in dem Mangroven-Ding. Vom Ding her brauche ich da keine Engine City, sondern einfach nur Deep Slate und ein bisschen Skulk, aber das muss auch nicht sein. Dann, was war noch auf dieser Liste? Ach, weißt du was, ihr blendet sie euch einfach ein. Vielleicht blende ich euch auch noch mal einen Clip ein, wo ich alles sage. Jetzt erstmal, stopp. Jetzt erstmal gibt es einen Speedrun mit Zeitmessung, wie lange ich brauche, bis ich komplett geiles Start-Equip habe. Let's go! Und stopp! Wie schnell war das? Die Zeit wird euch jetzt, auf dem Bildschirm eingeblendet. Ich habe in der Zwischenzeit auch nochmal was gelabert. Wer hätte es gedacht? Und zwar komme ich gerade, weshalb ich ein bisschen langsamer war wie sonst, von einer Fortnite- und einer Vollgas-Aufnahme auf die Vollgas-Aufnahme, habt ihr euch schon gefreut? Beziehungsweise habt ihr schon gesehen? Und die Fortnite-Aufnahme kommt demnächst. So, aber jetzt erstmal haken wir direkt eine Sache von unserer Liste ab. Und zwar... Oh mein Gott. Es gibt ein Problem. Bin in der falschen Version. Bisschen peinlich. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So. Da sind wir wieder. Hat jetzt so grob eine Minute gedauert. Ist ja eigentlich akzeptabel. Okay, hat doch ein Stück länger gedauert, weil es noch dauert. Also, so viel Blödheit muss man erstmal erreichen. Es tut mir leid, aber das habe ich nicht gedacht. Ich habe mit Jonas gespielt und dann war ich halt in der 1.18. Keine Ahnung wieso. Es hat sich ja nichts an der World Generation verändert. Nur können wir jetzt direkt das erste 1.19 Feature craften. So, und diesmal, kurzer Check. Wir sind, wie ihr über mir seht, in der Minecraft 1.19 diesmal. Tut mir leid. Aber jetzt machen wir endlich das erste Feature. Das Kistenboot, nenne ich es immer. Boat with Chest heißt es offiziell. Man kann damit keine zweiten Mobs mitnehmen, dafür hat man halt eine Kiste dabei. Ist zum Teil sehr praktisch. Und da ich sowieso eigentlich sehr viel über Ozean spielen würde, gerne, ist es auch echt sehr, sehr gut. Ich habe bloß keinen in der Nähe. Also gehe ich mal schnell auf die Suche nach einem Ozean und bis dahin gibt es für euch einen kurzen Cut. Aber davor habe ich noch ein Dorf gefunden und dieses gelootet.
mit dem Boat with Chest über den Ozean. Ey, läuft heute ja richtig. Ich bin dann ein bisschen auf dem Ozean herumgefahren, hab ein paar Shipwrecks gelootet und eigentlich einen Mangrove Swamp gesucht. Und dann, nach über einer Stunde Suchen, habe ich endlich das Biom gefunden, das ich die ganze Zeit gesucht habe. Den Mangrove Swamp. Ist er das? Ja! Gefunden! Ein Mangrove Swamp. Sehr, sehr geil. Da ist er. Noch ein Rune Portal. Ey, jetzt wird er immer besser. Da vorne war, glaube ich, auch irgendwo so ein Tempel. Unterwassertempel. Let's go. Let's go. Alter. Looks sick. Ich gehe davor. Ich gehe hier vor. Nein, da sieht's so geil aus. Okay, ich glaube, ich überlege mir doch hier eine Base zu bauen. Aber vorher hole ich mir erstmal meinen ersten OP-Gap ab. Komm, komm, komm. Mal mitnehmen. Das ist sehr cool. Feather Falling. Wait. Dankeschön. What the f*** ist... Ich glaube, ich habe meine Base gefunden. Also, hä? What the f***? Also zum einen, das hier sind Roots, also Wurzeln. Mangrove Roots. Dann gab es, glaube ich, noch so... Also es gab... Das waren Setzlinge. Und da ist das Holz. Da. Aber stopp. Stopp, hier ist das Holz sehr nah. Somit, ich zeig's euch einfach mal. Ich finde es ein sehr, sehr schönes Holz, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist wirklich. Also, ich finde dieses Holz sehr, sehr cool. Und ich finde auch. Blöcke, die man daraus macht. Vor allem die Türen. Wirklich enorm schön. Also jetzt hat... komisch platziert. Aber einfach jetzt mal so. Ey, die sieht doch geil aus. Oh, die Trapdoor. Wartet. Ultra cool. Also ich fühle sie übelst. Und sonst halt der Klassiker, das Boot. Zu dem werde ich jetzt auch wechseln. Also Oak Boat with Chest. Die Chest tut mir zwar gerade ein bisschen leid. Aber. Wie Schnee von gestern. Bumm. Sehr cool. Und ja, halt sonst Knöpfe, Druckplatten, ist halt alles rot. Und ich finde halt den Block so selbst...
ultra schön. Ich glaube, damit kann man richtig viel bauen. Warte, was war noch? Stopp. Genau, das war eine neue Ding von Weizen. Jetzt stopp mal kurz. Mein Inventar ist Katastrophe, das weiß ich selber. So, dann machen wir daraus Packed Mud. Daraus macht man dann Mud Bricks. Und die Mud Bricks finde ich auch ein. Also, damit kann man, glaube ich, super Fabrikgebäude bauen. Auch ultra schön. Wie lang? Ich spiele ja auf Easy nur mal so nebenbei, ne? Aua. Aua. Holy shit. Und wir gehen jetzt zu unserer Base. Zumindest zu dem, was unsere Base wird. Willkommen in unserer Base. Alter. Du wirst es nicht so. Hey, die Base ist ja ultra Luxus. Hä? Direkt ein Dorf hier nebenan. Das Dorf hat zwar keine Schmiede, aber ich glaube, das reicht trotzdem. Ey, ultra sick. Ich würde sagen, ich stelle jetzt hier oben eine Kiste auf. Erstmal mein Bett. So. Bett. Erledigt. Crafting Table. Da. Zweimal Ofen. Da. Eine Kiste. Ist auch. Wartet. Da. So. Wenn ich jetzt hier noch, also ich vermute, hier wird die Netherinsel. Hey! Bah. Gesundheit. Hey! Zum einen erstmal, das behalte ich jetzt. Ich finde den Spot sowas von cool. Bumm. Ja, doch, doch, das ist gut geworden. Dann, wenn ich bitte den Baum gar nicht stehen lassen, ich nehme einen Setzling von ihm als Geschenk und dann kommt der Baum weg. Jetzt wäre hier ultra cool gewachsen. Aber ich möchte die komplette Insel um wirklich ein paar Erdschichten runtersetzen. Ja, das war's mit dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst unbedingt eine positive Bewertung und ein Abo da. Wird mir riesig helfen. Und habt jetzt alle noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.